Überraschung, erschreckt euch nicht. Hier kommen wieder Videos. Und das erste Video jetzt ist eine spontane Aufnahme. Der Ton ist leider nicht der geilste. Aber es wird besser im Laufe des Videos. Bitte verzeiht, es war tatsächlich ein spontanes Starten von mir. Da müsst ihr jetzt durch. Oder ihr wartet einfach bis aufs nächste Video. Es kommt jetzt wieder regelmäßig was. Ich erkläre ein bisschen warum. Und wenn ihr Lust drauf habt, hört es euch an. Ich habe versucht, das Beste rauszuholen. Oh, viel Spaß damit. Und schön, dass ihr wieder da seid. Wir wieder da sind. Versuchen wir das mal wieder, ne? Hallöchen. Ich mache mich mal fertig. Denn ich habe vor, wieder Videos zu drehen. Und dachte mir, nehme ich euch mal mit. Keine Ahnung, ob ich das Video benutzen werde. Es ist kein Intro dabei. Es ist dafür eine große Schlaufe dabei. Ich saß lange nicht vor der Kamera. Wir fangen mal an mit Toner, so heißt das. Ganz genau. Nicht vergessen, ne? Nee, tatsächlich habe ich mich auch die letzten Wochen geschminkt, aber drüber zu sprechen, habe ich vielleicht verlernt. Wir schauen mal. Ich benutze jetzt ein Serum. Tatsächlich aktuell immer benutze ich ein Serum. Endro Cosmétique. Oh mein Gott, was Französisches. Ja, da sind wir wieder. Ich habe hier Kisten stehen. Das ist unfassbar. Ich habe hier Pakete stehen. Ich habe meine persönlichen privaten Boxen nicht ausgepackt seit August. Heißt, ich habe hier eine Lookfantastic Box von August stehen. Unausgepackt. Ich habe hier eine Lookfantastic Box von September stehen. Unausgepackt. Ich habe eine Goodie Box hier stehen. Unausgepackt von August. Unausgepackt von September. Ich habe eine Campus-Tüte. Nee, zwei Campus-Tüten hier stehen. Unausgepackt. Ich habe selbst noch nicht geschaut, was drin ist. Hier ist jetzt nichts vorbereitet. So sieht es hier gerade aus. Notizbücher, Stifte, Bücher, Kram. Der versucht, mein Leben zu ordnen. Wird sich ein bisschen was ändern. Es ändert sich gerade ein bisschen was in meinem Leben. Was jetzt aber gar nicht negativ ist. Hart vielleicht und riskant. Aber hoffentlich am Ende positiv. Deshalb mache ich den ganzen Kram. Und da muss ich einfach schauen, wie ich das neu sortiere. Oder vielleicht wieder alt sortiere, so wie es war. Wobei ich zugeben muss, dass ich mit den Videos angefangen habe, damit ich irgendwas für mich habe. Die berühmte Auszeit, ne, zu der ich euch einlade. Die kommt aktuell, also es war diese Glow Cream von Olution, Glow Up. Glow gibt sie, habe ich aber auch so genug tatsächlich. Ist jetzt keine, die ich täglich benutze, weil ich schon ziemlich viel natürlichen Glow habe. Das klingt so schön für fettige Haut, ne? War ich? Ja. Und wenn man was ändert, müssen wir erstmal alle anderen drumherum mit klarkommen. Und das beansprucht Zeit. Und das beansprucht starke Nerven. Und das beansprucht Durchhaltevermögen. Und immer wieder kämpfen, ne? Reicht nicht so richtig. Oh, klingt das negativ? Ist es eigentlich gar nicht. Es scheint nur gar nicht so leicht dahin zu kommen. Ich habe gerade was leer gemacht. Hydrate, H2O Hydrate Primer von Revolution. Ich mag den Geruch total. Was für Themenwechsel, das kriegen wir hin hier. Wir können den sogar aufmachen und da haben wir noch ein bisschen Gel drin. Aber es ist eine Glasflasche. Mal schauen, wie gut ich daran komme. Das ist ein sehr schöner, feuchtigkeitsspendender Primer. Mit einem mega schönen Geruch, so ein bisschen Kaugummi. Aber nicht ganz so unangenehm. Ja, und, oh Gott, das waren Augenringe, ne, in der Position, also auch schön gerade. Ja, und auf jeden Fall reicht es eher weniger,
einmal zu sagen, so jetzt ändert sich alles, sondern du musst es halt immer wieder durchkämpfen. Ich habe hier einen Concealer von Max and More, man sieht aber nicht mehr, was drauf stand, deshalb brauche ich euch den gar nicht ranzuhalten. Und ich bin gerade bei weniger ist mehr, heißt, ich gehe hier mit einem Pinsel rein und trage das so auf. Tadam! Und das reicht mir eigentlich aktuell. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich das bisschen Bräune, was ich noch hatte, ich glaube mittlerweile ist es ziemlich weg, gar nicht verdecken wollte unter Make-up. Und ja, weil ich mich einfach mehr danach fühle, aktuell ich selbst zu sein. Nicht, dass ich das mit Make-up nicht wäre. Das ist klar, ich will das jetzt nicht immer wieder betonen müssen. Aber Make-up zeigt ja auch, wer wir sind, wie wir uns fühlen. Und wenn wir uns fühlen wie eine Königin, ein Superstar und ein in Glitzer getauchter Engel, dann können wir das machen mit Make-up. Und wenn wir uns fühlen wie eine Frühlingsfee, die noch nie Make-up gesehen hat, dafür von natürlich aus so glowt, dann können wir das machen mit Make-up. So. Und daher bin ich gerade relativ leicht unterwegs hier. Jedenfalls was Make-up angeht. Boah. Dazu kommt, dass die Kinder aktuell ziemlich viel ihr Wort Mama benutzen. Lieblingswort hier. Heißt Mama, Mama, Mama hier, Mama da. Tralala. Ich weiß gerade nicht, ob ich das Video ohne Unterbrechung drehen kann. Wir werden es sehen. Ja, ist irgendwie so gewesen die letzten Wochen, Monate jetzt schon, ne? Raschelt es zu doll? Dass Mama einfach viel sein musste und viel nicht alleine sein konnte, beziehungsweise jedenfalls nicht ununterbrochen. So, nicht so, dass es für ein Video gereicht hätte. Ohne ständig. Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt. Vielleicht habt ihr es gemerkt. In den letzten Videos ging das ja schon los, dass ich wirklich viel unterbrochen wurde und viel gesagt habe. Oh, eine Sekunde, bin gleich wieder da. Ach, wofür hat es denn jetzt gereicht? Für Shorts so ein bisschen, weil ich es schon vermisst habe, ne? Aber selbst im Short habt ihr es gemerkt, dass ich unterbrochen wurde. Und ich kann es auch nachvollziehen und daher ist das auch fein und kriegen die Kinder das auch. Aber was ich auch gemerkt habe, nicht nur, dass es mir fehlt, dass ich auch irgendwie diese Auszeit, die ich gefunden habe für mich, wieder in meinen Alltag integrieren will, weil das ja sonst irgendwie ein Rückschritt wäre, ne? Wenn wir was für uns entdecken und das dann wieder fliegen lassen, sondern auch, ich habe auch Verpflichtungen. So, ganz einfach. Das erste Video, was ich jetzt drehen werde, wird ein Tauschpaket, ein Wanderpaket sein, weil das einfach total blöd ist, in einer Gruppe zu sein, in der Menschen Sachen aneinander schicken und sich darauf verlassen, dass sie es wiederbekommen, beziehungsweise dass es einfach vorangeht. Ich hatte zwar gesagt, hier ist ein bisschen was dazwischen gekommen, Krankheit und Privates, aber das heißt nicht, dass ich das jetzt ewig rauszögern muss, ne? Weil ich hier irgendwie einen Freifahrtschein habe oder so. Ich habe da auch nicht so Lust drauf, auf wie geht's dir? Und gute Besserung, etc. Also bitte nicht. Bitte, also einfach ist total lieb, weiß ich auch. Ich bin auch jemand, der das immer wieder macht. Ich bin eine Person, die sagt, also wenn ich frage, wie geht's dir, gibt es mittlerweile auch so ein Reel von, ne? Wenn ich frage, wie geht's dir, möchte ich immer die lange Version haben. So ist es auch, aber tatsächlich kann ich selbst schwer damit umgehen. Mit diesem, wie geht's dir, erzähl mal, oh nein, du Arme, gute Besserung. Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, auch nicht in die Kommentare damit. Wobei ich ja gerade noch nichts Schlimmes erzähle, ne? Jetzt habe ich eher die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Geil! Läuft. Welche Mascara haben wir hier? Was haben wir denn hier? Essence, Another Volume Mascara, Just Better. Gucken wir mal. Na gut, ich kenne sie schon. Gucken wir mal nicht. Ich zeig's euch mal. Ja, und da ist einfach YouTube super. Tut mir leid, nebensächlich geworden gerade. Ist nicht gegen euch, ne? Wie gesagt, ich
Könnt ihr auch einfach sagen, ich lasse es. Aber dafür gibt es mir zu viel. Ich habe keinen Spiegel. Wo ist mein Spiegel? Wo ist mein Spiegel? Ich komme mal näher, ne? Da ist er. Ja, dafür gibt es mir zu viel. Ich möchte das wieder machen. Ich, wie gesagt, ich bin auch hier. Ich habe hier zwei Wanderpakete liegen. Ich habe nichts ohne euch ausgepackt. Das ist die große Frage. Packe ich jetzt diese veralteten Boxen noch aus mit euch? Ja, werde ich machen. So, weil ich das möchte. Weil ich das für mich... Weil ich das für mich so machen möchte. Nicht selber auspacken und dann schweigend davor sitzen, einsortieren, aha, okay, registrieren, sondern das irgendwie erleben möchte. Und gerne mit euch erleben möchte. Auch wenn ich natürlich nicht live hier irgendwie eine Reaktion bekomme von euch. Aber naja, die Boxen sind nicht umsonst unausgepackt hier seit 2 Monaten. Krass eigentlich, ne? Also ja, krass, so sieht's auch aus. Hier sieht es halt wirklich, ich habe hier alles vollgestellt. Und eigentlich wäre das schon Grund genug, das alles einmal wegzudrehen und abzudrehen, damit es hier besser aussieht. Aber die Kapazität war nicht da. So, und jetzt kommt sie hoffentlich wieder. Der erste Schritt ist, dass ich mich schminke, dabei die Kamera laufen lasse und hoffe, dass ich dann einfach in dem Mut bin und gleich weitermache, indem ich euch ein Wanderpaket zeige. Genau. Das ist eigentlich der Plan, weil das für mich jetzt die Priorität ist. Ach ja, eine Blissim-Box habe ich auch noch hier. Also solche Sachen. Ich habe auch Anfragen bekommen, ne? Also das ist natürlich, sobald du dann irgendwie über den 1000 bist, kriegst du Anfragen. Und ich könnte auch Geld verdienen mittlerweile damit. Das will ich aber gar nicht. Kann man das so sagen? Wer weiß, ob sich es mal ändert, aber jetzt aktuell merke ich einfach, dass die Verpflichtung so krass wäre. Das hätte mir hier das Genick gebrochen die letzten Monate. Wochen? Monate? Monate schon, ne? Bin ich fertig? weil ich gar nicht drehen konnte. So, wer ist das? Der ist von Revolution. Ich glaube, der ist aus dem Adventskalender mal gewesen. Ein Highlighter. Vielleicht merke ich eh gleich, dass der Ton ganz schrecklich ist, weil ich hier rumrasche. Dann muss ich mir was anderes anziehen. Ach, ich hab das wirklich genossen, ne? Das war wirklich meine Auszeit. Und das war nicht nur Gelaber, damit ich möglichst viele Abonnenten bekomme und möglichst viele Videos hochlade, sondern tatsächlich mein Runterkommen und ein bisschen abschalten. Und das war jetzt gerade nicht möglich die letzten Wochen. Aber nun, wisst ihr was? Ich nehme nochmal eine, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich habe einen Short dazu gemacht, ein Lipgloss von Lana Del Rey. Ich muss sagen, ich bin super überrascht und begeistert. Die Verpackung sieht so aus. Wir haben hier 4 Zigaretten drin. Quasi. Ne? Es ist natürlich Lippenstift. Na gut, ich nehme euch eine raus. So sieht's aus. Und dann habt ihr hier die Farbbezeichnung. Vitally Bright. Das ist ein krasses Rot. Vintage Red. Vielleicht nehme ich das jetzt. Dann haben wir Dried Maple Leaf. Das ist ein richtig schön natürliches Braunrot. Hatte ich gestern drauf. Passt, glaube ich, auch am besten gerade zu meinen Haaren. Und Vibrant Red. Ja, das ist auch vibrierend, ne? Also das ist ein krasses Rot. Ich habe es gestern. Vintage Red, machen wir das? Nee, ich bin bei Dried Maple Leaf Red. Da haben wir das Herbstrot. Genau. Ich bin sehr begeistert. Gestern habe ich es, wie gesagt, getragen bei einer Abschiedsfeier, weil Freunde von uns das Land verlassen. Und es hat den kompletten Abend gehalten. Ich habe es mir um 11 Uhr vormittags aufgetragen. Habe dann die Kinder noch fertig gemacht, weggebracht, Wocheneinkauf, mich fertig gemacht nicht. Ich war fertig, denn es ist nicht abgegangen. Es hat den kompletten Abend gehalten. Ich kann mal schauen, ob ich irgendein Video noch finde, irgendein Foto. Ich glaube nicht. Ich zeige es euch, es trocknet super schnell an. Es riecht total angenehm, lecker und ja, so sieht's aus. Habe ich euch gezeigt jetzt, ne? Also ich bin schwer begeistert. Ich trage es euch einmal, nee, euch nicht. Ich trage es mir mal auf. Und reden ist wahrscheinlich schwierig dabei. Ich hätte auch gern einen, ups, größeren. Das sieht auch schön aus.
Spiegel hatte da. Ja, ich hoffe, dass das einfach auch gleich alles klappt, denn mein Stuhl ist auch kaputt gegangen. Ich sitze jetzt hier gerade auf meinem Hocker, Stuhlhocker. Aber wenn ich mich zu sehr bewege, dann kann es sein, dass ich kurz aus dem Bild verschwinde, weil ich einbreche. Ich weiß, eigentlich schneidet man das und dann sieht keiner, wie man sich das aufträgt, weil man dabei komisch aussieht. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber vielleicht auch nicht. Ah, oh, was soll's. Na, ich habe es euch jetzt ein paar Mal gesagt. Und ich glaube, wenn ich es öfter sage, wird es nur unrealistisch. Krasse Farbe. Brauche ich gar nicht machen, ist schon trocken. Bringt gar nichts, aber man macht es aus Prinzip, man macht es irgendwie aus Gewohnheit. Ne? Jetzt sind die Haare drüber. Ich überhaupt, guck mal, ich wirke gleich ganz anders mit diesem, gleich ganz herbstlich hier, ne? Ich kann hier noch ein anderes Licht machen. Ach, guck mal, und dann steht ja auch noch Halloween an, fällt mir gerade ein. Dafür ist der auch mega, weil der hätte dann die ganze Nacht. Ja, die klassische, aber brauche ich gar nicht machen. Tada! Doch, guck mal hier, ein bisschen. Da habe ich gerade nachgemacht, da sieht man ein bisschen was, sonst nichts. Der ist trocken, der ist, das ist nichts. Das ist nichts. Und ich glaube, das lasse ich jetzt auch so. Oder? Man kann immer korrigieren. Ah, schrecklich. Es gibt immer was zu korrigieren, ne? Aber lassen wir jetzt. Ich bin total begeistert von diesen Lipglossen. Da gibt es noch mehr von, noch andere Varianten. Aber ich glaube, die sind alle ziemlich rot. Könnt ihr mal schauen. Es ist, ich stelle euch den Link unten rein. Ich kriege da nichts von. Das wäre es noch, wenn ich mit Amazon da irgendwie was hätte. Aber nee. Stelle ich euch mal unten rein, dann könnt ihr mal schauen. Jetzt einmal, nur ich mache kein Fixing. Ich mache kein Fixing-Spray drüber. Das passt schon. Ich hole jetzt mal das größte Paket her und packe mit euch mein Nahpaket aus. Das wird dann wahrscheinlich das erste Video sein. Oder ich lade das hier komplett spontan hoch. Falls ja, hier ist der Thumbnail. Ja, oder auch nicht. Wir werden es sehen. Das ist kein professionelles Video. Das ist einfach nur ein. Ich gucke mal, ob ich wieder anfange. Ich habe es vermisst. Tatsächlich. Also, wir schauen mal. Lasst euch überraschen. Mache ich auch. Ich habe keine Ahnung. Passt auf euch auf.